Heiß auf Eis, das sind die Münchnerinnen und Münchner, wie hier unter freiem Himmel an der Prinzregentenstraße 80. Das Prinzregentenstadion ist mit U-Bahn, Bus und Tram gut zu erreichen. Unser öffentlicher Eislauf ist Dienstag und Mittwoch von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Am Wochenende haben wir öffentlichen Eislauf von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Wochenende heißt auch Freitag, Samstag, Sonntag. An den anderen Tagen sind Schulen und Vereine da. Und in den Ferien, die ja auch nochmal anstehen, die Faschingsferien, so der Wetter- und der Kältegott will, ist dann auch noch Eislaufsaison. Dann haben wir ganztägig für den öffentlichen Eislauf geöffnet und Montag bis Donnerstag eben auch ab 16 Uhr dann nochmal Vereine. Beim Eislauf im Prinzer gilt die 2G-Regel, da unter freiem Himmel. Im Hauptgebäude und an der Kasse ist eine FFP2-Maske zu tragen. Also wir haben 2G, also kein 2G+, weil wir mit dem Eislaufstadion unter freiem Himmel sind. Und was gut wäre, dass man natürlich verpflichtend an der Kasse praktisch den 2G-Nachweis, heißt entweder Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis vorzeigen, das am besten schon vorbereiten. Es hilft uns allen, wenn das schon vorbereitet ist, dann verkürzt es die Wartezeiten und es geht schneller durch an der Kasse. Die reguläre Eislauf-Tageskarte kostet 5,60 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 4,10 Euro. Infos zu weiteren Angeboten wie Familien- und Kombitickets gibt es auf der Webseite der SWM. Und wer keine Schlittschuhe hat, kommt hier trotzdem voll auf seine Kosten. Dann kann man sich hier natürlich Schlittschuhe ausleihen. Das ist hier im Haus, kostet das Paar pauschal 5 Euro. Wir haben noch eine Gruppenermäßigung für Gruppen ab 8 Personen. Da kostet es dann 3,80 Euro. Kann man hier im Haus ausleihen, hat genügend da und dann sollte das funktionieren. Wir haben einen Kiosk hier, wo man sich was zu essen und trinken kaufen kann über das Aquamarin, unseren Gastronomen hier. Und ich möchte natürlich auf unsere Saunalandschaft hinweisen, die ganzjährig geöffnet hat von 9 Uhr bis 23 Uhr, wo man sich den ein oder anderen Winterabend hier oder Wintertag, den grauen Wintertag, durchaus schöner gestalten kann. Heiß auf Eis. Im Prinzregentenstadion lässt sich der Winter wirklich genießen. Und wie lange noch? Das hängt bei der Open-Air-Eisfläche von der Witterung ab. Aber die SWM schauen, dass sie das Prinzess so lange wie möglich offen halten. Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite.